Ich will heute über das Passivität-Aggressivität-Pendel reden. Das ist ein Konzept, was ich in einem Buch gelesen habe von Susan Jeffers, glaube ich war es. Den Titel weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Auf jeden Fall ging es darum, dass wenn wir versuchen voranzukommen, wenn wir versuchen selbstbewusster zu werden, wenn wir versuchen in unserem Leben Fortschritte zu erreichen, dass es meistens dazu führt, dass wir so sehr versteift sind auf diese neuen Konzepte, die wir uns dementsprechend herausgesucht haben und auf die wir hinarbeiten wollen, dass wir dann mit allen Mitteln verhindern wollen, wieder in dieses passive, alte Leben zurückzufallen. Und was wir dann häufig machen, ist, wenn uns jemand herausfordert, wenn also Menschen, die uns gut kennen, die unser altes Ich sozusagen gut kennen, weil sie nicht wissen, wie man quasi mit der Person dann umgehen soll, weil diese Person sich ja weiterentwickelt und verändert. Wenn diese Personen also dann dich herausfordern, was völlig natürlich ist, weil sie wollen, dass du wieder der Alte wirst, dass du wieder in diese Verhaltensmuster verfällst, mit denen sie dich kennengelernt haben. Wenn das passiert, dann neigt man oft dazu, um ja nicht wieder in Passivität zurückzufallen, in Aggressivität zu verfallen. Ein Beispiel dafür ist, dass wenn man sich etwas anhört, was einem nicht gefällt, wenn andere Menschen einen angreifen, attackieren, in welcher Weise auch immer, dass man dann eben nicht mehr passiv ist, sondern dass man dann sagt, ich mach, was ich will, lass mich in Ruhe, du hast doch sowieso keine Ahnung, lass mich mein Leben leben, ich bin mein eigener Herr. Also man verfällt dann in dieses überschwänglich Aggressive. Aber das Pendel, was eigentlich in der Mitte schwingen sollte, die Mitte ist dieses natürliche, egofreie Selbstbewusstsein, wo man einfach zufrieden ist und wo man den anderen Menschen diese Dinge auch nicht übel nimmt und wo man vor allem auch keine Angst hat, wieder zurückzufallen in dieses Passive, in dieses alte Ich sozusagen. Während man sich aber entwickelt, schwingt dieses Pendel immer von Passivität zu Aggressivität und in der Mitte pendelt es sich am Anfang nicht aus und es braucht Zeit, bis sich dieses Pendel in dieser gesunden Mitte ausgependelt hat. Also man darf sich dann nicht darüber aufregen, dass man immer mal wieder zurückverfällt in alte Verhaltensmuster, und man darf sich auch nicht darüber aufregen, dass man manchmal ein bisschen vorlaut wird und manchmal die anderen Leute ein bisschen vor den Kopf stößt, indem man sagt, lass mich jetzt, ich mach das, wie ich will. Also das ist ja genauso die falsche Seite, ne? Oder ein falscher Aspekt bloß auf der anderen Seite der Passivität sozusagen. Ja. Und wenn man das aber beachtet und wenn man trotzdem, trotz dieser Angst wieder zurückzufallen und trotz dieser Angst zu aggressiv zu handeln, trotzdem weitermacht, dann wird sich dieses Pendel irgendwann in der Mitte auspendeln und man wird weder den anderen Menschen es übel nehmen, dass sie einen zurückdrängen wollen, man wird das also liebevoll, man wird ihnen erklären, warum man das tut und man wird ihnen auch völlig egofrei sagen können, hey, pass auf, das ist mein Weg, ich verstehe, dass du so reagierst, du kennst mich so nicht, aber ich würde mir wünschen, wenn du mich da auch unterstützen würdest. Also man kann dann, statt dieses lass mich machen, wie ich will, kann man so reagieren. Also man reagiert dann auf gesunde Weise. Und man hat auch keine Angst mehr, in diese Passivität zurückzuverfallen, weil man sich in diesem neuen Gedankengut, in diesem neuen Paradigma, in diesem neuen Weltbild nun zu Hause fühlt und nicht mehr fremd fühlt. Und nur wenn man sich noch fremd fühlt, hat man Angst zurückzufallen. Und selbst wenn man mal zurückfällt in wenigen Aspekten, dann erkennt man das als Teil des Wachstums an und erkennt, aha, dieses Zurückfallen hat mir nun aufgezeigt, wo ich noch nicht ganz entwickelt bin, wo ich noch ein bisschen an mir arbeiten könnte. Also, dieses Passivität-Aggressivität-Pendel, ein schönes Konzept, was es ein bisschen verdeutlicht, veranschaulicht, dass man nicht immer perfekt sein muss und dass, wenn man sich solche Konzepte aneignet, nicht immer gleich denken muss, oh, jetzt habe ich mir das angeeignet und jetzt muss das klappen, jetzt muss ich entwickelt sein und so weiter. Jetzt darf ich nichts mehr falsch machen, ich habe das doch gelesen, ich weiß doch, wie es funktioniert. Sondern es annehmen und auch verstehen, dass man manchmal in die Aggressivität ausschwenkt, aber manchmal auch in diese in das Passive wieder ein bisschen zurückverfällt. So viel dazu. Ich bin hier in den Weinbergen oben in Zuffenhausen mit einem wunderschönen Ausblick auf Stuttgart.
bei einem ja, relativ schönen Tag, angenehm. Und mir bleibt nur noch zu sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.